Die humanitäre Lage in Ost-Ghouta ist katastrophal. Wie die UNO mitteilte, zugleich wurden aber laut Aktivisten bei 9 Luftangriffen 44 Menschen getötet. Während die Rebellen in der Region zunehmend an Boden verloren, endlich ein Konvoi des syrischen Roten Halbmonds, des IKRK und der UNO ist mit dringend nötigen Hilfsgütern für zehntausende Menschen auf dem Weg nach Ost-Ghouta, erklärte der Hilfskoordinator für Syrien des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz IKRK, dass zahlreiche medizinische Hilfsgüter nach Ost-Ghouta gebracht werden. Seit einer Woche gilt dort eine tägliche mehrstündige Feuerpause, um Hilfslieferungen und die Bergung von Verletzten zu erlauben. Die von Russland initiierte Feuerpause hat zwar zum Rückgang der Gewalt geführt, aber nicht das Ende der Luftangriffe bewirkt. Bisher gelangte zudem keine Hilfe in die Region. Auch konnten weder Verletzte geborgen werden noch Zivilisten das Gebiet verlassen. Die humanitäre Lage in Ost-Ghouta ist seit langem katastrophal. Es fehlt an Medikamenten. Viele Kinder leiden Hunger. Bei 9 Luftangriffen am Morgen wurden laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 44 Zivilisten getötet. Darunter 10 bei der Explosion einer Fassbombe in der Ortschaft Hemorori. Damit stieg die Zahl der Opfer seit Beginn der Bombenkampagne auf Ost-Ghouta am 18. Februar auf 724. Darunter mindestens 170 Kinder. Die US-Regierung verurteilte am Sonntag die fortdauernde Militäroffensive gegen die Bevölkerung in Ost-Ghouta. Der UN-Hilfskoordinator für Syrien, Panis Moutsis, sprach von einer Eskalation der Gewalt und einer kollektiven Bestrafung der Zivilisten noch während der Hilfskonvoi in der Stadt Douma entladen wurde. Waren neue Luftangriffe zu hören? Syriens Machthaber Bashar al-Assad ist entschlossen, die Region vor den Toren der Hauptstadt zurückzuerobern, in der seit 2013 knapp 400.000 Menschen im Belagerungszustand leben. Nach dem wochenlangen Bombardement der Region starteten die Regierungstruppen kürzlich eine Bodenoffensive. Am Sonntag betonte Assad, er werde die Region vom Terrorismus befreien. Seit Beginn der Bodenoffensive gelang es Assad-Truppen bereits, ein Drittel der Rebellen-Enklave unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Truppen hätten weitere Agrarflächen östlich von Damaskus erobert und rückten stetig vor, erklärte die Beobachtungsstelle. Ziel ist es demnach, umgehend Ermittlungen zum Vorgehen der Regierungstruppen in Ost-Ghouta aufzunehmen. Zudem verlangte er die Umsetzung der 30-tägigen Waffenruhe, die am 24. Februar vom UN-Sicherheitsrat beschlossen worden war, bisher aber nicht eingehalten wurde. Quelle: ntvde.